So, es ist 4:15 und wir haben viel Stoff vor uns. Wenn Sie diese Folie sehen, dann stellen Sie fest, wir haben diese Folie letzte Woche schon gesehen. Das liegt daran, dass wir letzte Woche natürlich nicht alles behandelt haben. Einige von Ihnen haben sich schon gefragt, müssen Sie jetzt alles von zu Hause nacharbeiten? Nein, brauchen Sie nicht. Wir haben genug Zeit, hier jeden einzelnen Punkt ausführlich zu behandeln. Das heißt, Sie verpassen hier nichts. Wenn Sie diese Veranstaltung durchhaben, dann können Sie alles. So, alles meint in dem Fall auch wirklich alles, denn wir wiederholen ja auch nochmal alles, was Sie in den ersten beiden Semestern gemacht haben. Wir haben letzte Woche gesprochen über den Begriff Gewerbe, über den Begriff Freiberufler und wir haben über Kaufmann-Kraft-Rechtsform gesprochen. Wir haben uns auch einige einschlägige Paragraphen angesehen, zum Beispiel im Aktiengesetz, direkt am Anfang in Paragraph 1. Wir haben uns aber auch angeguckt, GmbH-Gesetz, Paragraph 13, und haben gesehen, in beiden steht drin, die Gesellschaften sind Handelsgesellschaften, unabhängig davon, was sie tun. Und daher wissen wir, dort müssen wir nicht prüfen, ob ein Gewerbe vorliegt. Die sind automatisch Kaufleute im Sinne des HGB nach Paragraph 6. Heute machen wir weiter mit dem Kaufmann-Kraft-Eintragung. Und damit Sie das verstehen, müssen wir zunächst mal klären, wer sind eigentlich Kleingewerbetreibende? Und die Antwort darauf liegt auf der Hand. Kleingewerbetreibende sind Leute, die klein sind. Das heißt nicht körperlich klein, sondern vom Umfang ihrer Tätigkeit. Das heißt Leute, die wenige Geschäfte machen. Als ich noch Jura studiert habe, das ist schon lange, lange her, ja, also das war in den 90er Jahren, da gab es noch Vollkaufleute und Minderkaufleute. So ähnlich wie es Vollgeschäftsfähige und beschränkt Geschäftsfähige gibt, gab es damals Vollkaufleute und Minderkaufleute. Und für Minderkaufleute galt so ein bisschen HGB und für die anderen galt das HGB komplett. Der Gesetzgeber hat das 1998 aufgegeben und Sie haben es ganz einfach. Entweder man ist Kaufmann oder man ist nicht Kaufmann. Es gibt keine halben Kaufleute, sondern nur ganz oder gar nicht. Und die Norm, die wir uns heute angucken, ist Paragraph 2 HGB und die ist eigentlich relativ einfach. Die sagt nämlich, ein gewerbliches Unternehmen, was nicht schon unter Paragraph 1 Absatz 2 fällt, gilt als Handelsgewerbe, wenn es in das Handelsregister eingetragen ist. Und für alle, die da noch Zweifel haben, sagt dann der nächste Satz, der Unternehmer ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Eintragung herbeizuführen. Das heißt, wer sich eintragen lässt, wird Kaufmann, wer sich nicht eintragen lässt, ist kein Kaufmann. Man hat also die Wahl. Eintragen gleich Kaufmann, nicht eintragen gleich Nicht-Kaufmann. Soweit klar? Das drängt natürlich die Frage auf, warum sollten Sie sich eintragen lassen? Was haben Sie davon? Und das hatten wir letzte Woche schon mal. Sie haben davon, wenn Sie Sachen verkaufen an andere Kaufleute, dass die unverzüglich gucken müssen, ob die Sachen, die sie denen gegeben haben, in Ordnung sind. Und wenn die Sachen nicht in Ordnung sind, müssen die das unverzüglich rügen. Melden die sich später, haben die keine Gewährleistungsansprüche, das heißt, sie haben ihre Ruhe. Das ist für sie besser, denn sie müssen sich nicht 2 Jahre lang in Unsicherheit wähnen, weil die Verjährung sozusagen egal ist. Die müssen unverzüglich sich melden. Der zweite Vorteil ist, in dem Moment, wo sie sagen, ich bin Kaufmann, sie erinnern sich an unseren Autokaufmann von letzter Woche, das war ein Vollprofi. Und dann sagen Sie, ich bin Profi und dadurch kriegen Sie vielleicht bessere Konditionen ausgehandelt. Ich bin Kaufmann, gleich ich bürge für Qualität, gleich bessere Bedingungen. Und schließlich genießen Sie gewisse Vereinfachungen, die wir uns auch noch angucken werden gegen Mitte des Semesters. Zum Beispiel gelten bestimmte Formvorschriften für Sie nicht. Sie kriegen einen geringfügig höheren Zinssatz. Also kann sich für Sie lohnen. Das Ganze hat aber auch eine Schattenseite. Die Schattenseite ist, wenn Sie Sachen geliefert bekommen, müssen Sie auch prüfen und rügen. Das kostet auch wieder Zeit und Geld.
Ob Sie das wollen? Fraglich. Und die Formerfordernisse, zum Beispiel bei der Bürgschaft, sollen Sie ja auch vor Übereilung schützen. Wenn die für Sie aber nicht gelten, haben Sie Pech gehabt. Also wenn Sie schon am Telefon sagen, klar bürge ich für, sind Sie auch schon dran. Das heißt, Sie werden nicht mehr geschützt. Und das, was den Juristen am meisten abschrecken dürfte, ist der letzte Punkt. Kaufleute müssen grundsätzlich Bücher führen. Jetzt sagen Sie Bücher führen, ich kenne nur Bücher lesen. Damit ist gemeint, Sie müssen Bilanzen erstellen am Ende des Jahres. Sie müssen Inventur machen. Sie müssen hingehen und sagen, Kontenplan erstellen und sagen, ich buche von Konto A nach Konto B. Und das kostet Zeit und Geld. Das heißt, Sie müssen nachweisen können, wo das Geld reingekommen ist und wo das Geld hingeflossen ist, wie viel Sie im Vermögen haben, wie das Vermögen aufgeteilt ist. Das ist nicht unbedingt sehr formalisiert, das muss nur nachvollziehbar sein beim kleinen Kaufmann. Aber Sie müssen viel dokumentieren. Und ob Sie das wollen, ist Ihre Entscheidung. Wenn Sie sich eintragen lassen, sind Sie dran. Es gibt Ausnahmen, aber das interessiert uns erstmal nicht. Also, ja oder nein, Ihre Entscheidung, Sie können sich eintragen lassen, dann sind Sie Profi. Und lassen sich nicht eintragen, dann bleiben Sie in der Amateurliga. So, das ist nicht schwierig, Sie haben einfach eine Wahl, A oder B. Wenn im Sachverhalt der Klausur steht, er ist eingetragen, müssen Sie sich gar nicht fragen, ob der groß, klein, dick, dünn, lustig oder dumm ist. Wer eingetragen ist, ist Kaufmann. Einfach? Ja. Jetzt wird es ein bisschen verworrener, da kann ich aber nichts für. Es gibt nämlich auch Bauern. Ja? Bauern sind aus alter Tradition keine Kaufleute. Warum nicht? Weil sie nichts kaufen, sondern selber anbauen und auch nichts produzieren, sondern Bauern machen Mist. Nein, Mauern machen Milch und Eier und, weiß ich nicht, Getreide, solche tollen Dinge. Und grundsätzlich ist es so, dass Bauern nicht Kaufleute sind, egal wie groß sie sind. Sie können also 10.000 Kühe haben und hektarweise Weizenfelder, sie werden nicht Kaufmann. Das Gesetz sagt, wenn sie sich eintragen lassen, sind sie Kaufmann und bleiben sie Kaufmann. Das steht in Paragraph 3. Sie können aber auch ein Nebengewerbe machen. Sie können zum Beispiel, wenn sie Hopfen anbauen, nebenbei eine Bierbrauerei eröffnen. Dann ist die Bierbrauerei ein Nebengewerbe zu ihrem Bauernhof. Und die Frage ist dann, ist dieses Nebengewerbe sozusagen, schlägt das durch auf ihren Bauernhof, wird ihr Bauernhof damit auch kaufmännisch? Und das Gesetz sagt, nein, grundsätzlich nicht. Diese Sachen kommen eigentlich nie in Klausuren vor. Deshalb können Sie es auch direkt wieder vergessen mit den Bauern. Es gibt keine Klausuren mit Bauern. So, um Ihnen zu zeigen, wie einfach das ist, ja, es ist wirklich einfach, habe ich Ihnen diesen kurzen Fall herausgesucht. Der Großbauer B, der heißt deshalb Großbauer, weil er Güter mit vielen Landarbeitern hat, jedes Jahr Millionen Umsätze macht und die Regeln des HGB auf seine Buchführung anwendet. Deshalb ist er Großbauer. Und er hat in einem Vertrag eine Vertragsstrafe vereinbart, die er zahlen muss. Und nun erfüllt er seine Pflicht nicht und er muss die Vertragsstrafe bezahlen. Für alle, die letztes Semester nicht da waren, die Vertragsstrafe ist geregelt im BGB, in 339 folgende BGB. Und er sagt jetzt, das ist unangemessen hoch und ich möchte, dass die Vertragsstrafe herabgesetzt wird. Und Sie erinnern sich vielleicht düster, es gibt solche Regelungen im BGB. Wenn wir mal ins BGB reingucken, ein Blick ins Gesetz. Dann finden wir schnell die passende Regelung. Oder auch nicht so schnell. 339 fängt die Vertragsstrafe an. Wo steht da was mit Herabsetzung?
Ja? In 343 BGB. Das heißt, grundsätzlich haben Sie einen Anspruch darauf, dass die Vertragsstrafe auf eine angemessene Höhe herabgesetzt wird. Jetzt wäre der Fall relativ witzlos, wenn das die Antwort wäre. Er hat einen Anspruch aus 343. Möglicherweise muss es eine Norm geben, die sagt, das gilt nicht. Und diese Norm gibt es auch, und die machen wir auch noch viel später, die gibt es nämlich im HGB. Und zwar in 348 HGB. Und der sagt, für Kaufleute gilt diese Regelung schlicht nicht. Der Kaufmann kann das nicht verlangen. Was setzt die Norm also wohl voraus, wenn da steht, der Kaufmann kann die Herabsetzung nicht verlangen? Na? Dass die Person auch Kaufmann ist. Dass die Person auch Kaufmann ist. Und hier haben wir Bauer B. Ist Bauer B Kaufmann? Nach dem, was ich eben gesagt habe. Er ist kein Kaufmann, weil er sich nicht ins Handelsregister eintragen lässt. Ja, der Kaufmann ist, der B ist kein Kaufmann, weil er sich nicht hat eintragen lassen. Er wäre nur dann Kaufmann, wenn er sich ins Handelsregister eintragen lässt. Hat er nicht, also ist er kein Kaufmann. So einfach ist das. Anders wäre es, wenn der B dann als GmbH betreibt. Sie kennen zum Beispiel Müllermilch, ja, schon mal getrunken. Das ist eine Gesellschaft, das ist eine GmbH. Die ist Kaufmann, weil sie GmbH ist. Das haben wir letzte Woche gemacht. Egal, was die GmbH oder die AG macht, die sind immer Kaufmann. So. Um das Ganze noch mit dem Nebengewerbe zu machen, haben wir hier nochmal den Großbauern B. Der hat viele Güter mit Millionen Umsätzen, vielen Arbeitern und so weiter. Und jetzt betreibt er auf seinem Feld eine Brennerei. Das heißt, er macht Schnaps aus dem ganzen Getreide, was er anbaut. Und hier hat er jetzt wieder eine Vertragsstrafe, aber die Vertragsstrafe stammt aus dem Geschäft der Brennerei. Und die Antwort lautet, Brennerei... Ist Brennerei ein Teil des landwirtschaftlichen Gewerbes? Nein, damit ist es auf jeden Fall Kaufmann. Damit ist es groß, damit ist es Kaufmann und damit greift hier 348 und Problem gelöst. Das ist dem klar? Wenn es um das geht, was ein Bauer typischerweise macht, Kühe melken, Felder anbauen, ernten, ist es nie Kaufmann, außer er lässt sich freiwillig eintragen. Oder er macht es als GmbH. Wenn es um ein Nebengewerbe geht, das heißt die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, er macht aus der Milch, die von der Kuh kommt, Kakao oder Fruchtbuttermilch oder Joghurt und verkauft den dann, ist das ein Nebengewerbe und für das gilt diese Privilegierung nicht. Die ist also Kaufmann, wenn sie eine bestimmte Größe überschreitet. Klar? Wenn Sie das nicht verstanden haben, ist das nicht allzu schlimm, weil, wie gesagt, diese Konstellation ist noch nie in Klausuren angekommen, noch nicht mal in den 90er Jahren. Ja? Also, das ist nicht das Highlight der Rechtswissenschaft. Und wenn Sie es nicht verstanden haben, lesen Sie einfach den Paragraphen, das ist nicht so schwierig. Jetzt kommen wir zu einer richtig verworrenen Regelung, nämlich Paragraph 5 Handelsgesetzbuch. Paragraph 5 Handelsgesetzbuch sagt im Wesentlichen aus, wer ein Gewerbe betreibt und im Handelsregister eingetragen ist, ist Kaufmann. Jetzt sagen Sie sich, wo ist denn da der Unterschied zu Paragraph 2? Nochmal, derjenige muss im Register eingetragen sein. Er darf aber nicht ohnehin schon Kaufmann sein nach Paragraph 2 oder Paragraph 3, die wir gerade hatten. Wie kann das sein? Ja, hier nochmal der Gesetzeswortlaut für alle, die kein Gesetz haben. Ich habe es nochmal auf die Folie gemacht. Ich weiß, dass die meisten Leute kein Gesetz haben. Sie brauchen auch eigentlich keins, weil das steht immer auf der Folie drauf. Ist eine Firma im Handelsregister eingetragen? Das heißt, Sie können gucken, der steht drin. So kann gegenüber demjenigen, welcher sich auf die Eintragung beruft, nicht geltend gemacht werden, dass das unter der Firma betriebene Gewerbe kein Handelsgewerbe ist. Worum geht es da? Fangen wir mit einem einfachen Fall an. Es gibt Dr. Med. A.
und der ist im Handelsregister eingetragen. Die LGmbH hat ihm ein Röntgengerät geliefert und verlangt von ihm Fälligkeitszinsen von 5%. Jetzt sind da viele Fremdworte drin. Fangen wir mit dem Einfachen an. Erste Frage, warum kann sich denn der Arzt A nicht nach § 2 ins Handelsregister eintragen lassen? Ja, weil er kein Unternehmer ist, sondern ein Freiberufler. Er ist ein Unternehmer, was ist er nicht? Er ist ein Freiberufler mit Sicherheit, aber was ist er nicht? Ein Gewerbetreibender. Ja, er ist kein Gewerbetreibender, er ist Unternehmer, er ist auch Freiberufler, aber er ist nicht Gewerbetreibender. Und wir haben gelernt, alle Kaufleute müssen ein Gewerbe betreiben. Hier ist er kein Gewerbetreibender, also kann er nicht Kaufmann sein. Also darf er sich auch nicht eintragen lassen. Einfach. Ja? Jetzt wird es schwierig. Was steht da noch im Sachverhalt? Im HR. HR steht für Handelsregister. Die LGmbH. Was wissen wir über GmbHs? Was haben wir da letzte Woche gelernt? Dass sie automatisch Kaufleute sind. GmbHs sind automatisch Kaufleute nach § 6 HGB. Das heißt, es kommt nicht darauf an, was die macht, wie groß die ist oder irgendwas. Die GmbH ist immer Kaufmann. Und jetzt kommt das Wort Fälligkeitszinsen. Das ist jetzt wirklich schwierig. Die Leute, die bei mir letztes Semester schuldig gehört haben, müssten das Wort zumindest schon mal gehört haben. Sie erinnern sich, es gibt Zinsen. Ja, schon mal gehört? Zinsen? Es gibt Verzugszinsen. Wann gibt es Verzugszinsen? Ja? Ja, nach 288 BGB, wenn Sie im Verzug sind, was voraussetzt, dass entweder eine Mahnung vorliegt, Sie verklagt worden sind, oder einer der Gründe des 286 Absatz 2, das heißt Terminbestimmung, zeitliche Berechenbarkeit oder Erfüllungsverweigerung vorliegt. Nur wenn einer dieser Gründe vorliegt, müssen Sie Zinsen zahlen. Weiß noch jemand, wie hoch die Verzugszinsen ungefähr sind? Ja. 5% über den Basiszinssatz. Ja, 5% über den Basiszinssatz. Und was ist in einem Fall, wo keine Partei Verbraucher ist, wie hier zum Beispiel, Arzt kauft Röntgengerät bei GmbH? Ja. Ja, zu 288 Absatz 2, 9% über den Basiszinssatz. Warum? Weil man sagt, das sind Profis, die müssen auch gefälligst pünktlich zahlen. Gut. So weit, so gut. Aber was sind denn jetzt Fälligkeitszinsen? Was sind denn die unterschiedlichen Fälligkeitszinsen und den Verzugszinsen, die wir eben erwähnt haben? Na, das steht ja schon im Wort drin. Verzugszinsen, ja. Ja. Fälligkeitszinsen werden ab Fälligkeit gezahlt, Verzugszinsen ab Verzug. Wann wird denn eine Geldschuld fällig? Ja? Es kommt auf die Vereinbarung der Parteien an. Wenn keine Vereinbarung getroffen ist, sofort. Ja, 271 BGB, grundsätzlich maßgeblich die Vereinbarung der Parteien. Ausnahmsweise, wenn nichts anderes vereinbart ist, gilt sofort. Das heißt, ab dem Tag, wo die Rechnung gekommen ist, laufen hier 5% Fälligkeitszinsen. Gibt es im BGB Fälligkeitszinsen? Haben Sie so Erfahrung mitgemacht, wenn Sie das bestellt haben? Mussten Sie dann vom ersten Tag an 5% zahlen? Entspricht das Ihrer Lebenserfahrung? Nein. Im BGB gibt es keine Fälligkeitszinsen, im HGB gibt es sie aber schon. So. Also, um auf den Punkt zurückzukommen, wenn es im BGB keine Fälligkeitszinsen gibt, der hier aber Fälligkeitszinsen will, was können wir daraus folgern? Was ist wohl die Voraussetzung, die wir hier prüfen müssen, damit er Fälligkeitszinsen kriegt? Ja? Ja, A müsste Kaufmann sein, damit wir die Regeln des HGB überhaupt anwenden können. Anspruchsgrundlage 433 BGB in Verbindung mit 353, 352 HGB. Die Norm müssen Sie jetzt noch nicht kennen, die machen wir noch. Die eine Norm sagt, es gibt Fälligkeitszinsen und die andere Norm sagt, der Zinssatz beträgt 5%. Das sind aber Detailfragen. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was setzt die voraus? Die setzt voraus ein beiderseitiges Handelsgeschäft.
Unproblematisch ist die GmbH Kaufmann, haben wir eben gesagt, wegen § 6. Fraglich ist, ob der A der Arzt Kaufmann ist. Und der Arzt selber kann nicht nach § 1 Kaufmann sein und auch nicht nach § 2 Kaufmann sein und auch nicht nach § 3 Kaufmann sein. Er könnte aber Kaufmann sein nach § 5. Jetzt gucken wir nochmal diesen § 5 an. Das steht in § 5 drin. Subsumieren wir unseren Arzt unter § 5. Ja? Der Arzt hat zwar kein Handelsgewerbe, jedoch ist er ins Handelsregister eingetragen. Somit ist es unschädlich, dass er kein Handelsgewerbe hat. Ja, der Arzt hat kein Handelsgewerbe, ist aber eingetragen. Somit ist es unschädlich, dass er kein Gewerbe hat. Aber? Ja, aber er hat ja nicht mal ein betriebenes Gewerbe. Also, ich meine, da steht ja, das unter der Firma betriebene Gewerbe, das hat er ja gar nicht. Ja. Wir brauchen nämlich hier nicht nur ein Handelsgewerbe, wir brauchen ein unter der Firma betriebenes Gewerbe. Das heißt, der Arzt fällt nicht unter die Norm, weil er betreibt kein Gewerbe. Es gibt kein unter der Firma betriebenes Gewerbe, der Arzt betreibt kein Gewerbe. Also nützt uns § 5 nicht und für unsere Lösung heißt das Pech gehabt. Kein betriebenes Gewerbe, damit Ende des Falls. Gut, denken Sie sich. Also für Ärzte gilt es schon mal nicht. Es macht also einen Nicht-Gewerbetreibenden nicht zum Gewerbetreibenden. § 5 gilt nur für Leute, die ein Gewerbe betreiben. Jetzt gucken wir uns den zweiten Fall dazu an. Es gibt den Unternehmer R. Und R hat sich zur Ruhe gesetzt, deshalb heißt er auch R wie Rentner, ja, und hat seine Firma im Handelsregister dummerweise nicht löschen lassen. Weil das kostet Gebühren, hat er sich die Gebühren gespart, hat keinen Antrag gestellt, steht immer noch im Handelsregister. Und jetzt hat er seinen Neffen und für den verbürgt er sich per E-Mail. Was wissen Sie über die Bürgschaft? Nichts mehr? Ja? Ja. Die Bürgschaft muss nach § 766 schriftlich erfolgen, wegen der Warnfunktion. Man soll sich nicht unnötig in Risiken begeben. Frage, ist eine E-Mail Einhaltung der Schriftform? Was setzt die Schriftform voraus? Ja? Nach Satz 2 von 766 ist die Erteilung der Bürgschaftserklärung in elektronischer Form ausgeschlossen. Und da Schriftform ja Papier bedeutet. Ist das so? Woraus entnehmen Sie das denn? Das behaupten Sie jetzt hier alles so. Also Sie erzählen hier Sachen, Schriftform bedeutet Papier und alles so Thesen. Schriftform bedeutet vor allem, dass man eigenhändig seine Unterschrift runtersetzt. Und da steht in § 126. Ja, die Schriftform setzt nach 126 Absatz 1 BGB die eigenhändige Unterschrift des Erklärenden voraus. Bei einer E-Mail können Sie nicht eigenhändig unterschreiben. Selbst bei einem Touchscreen ist das in der E-Mail nicht drin. Und deshalb ist die E-Mail nicht schriftlich, also können Sie nicht eine Bürgschaft per E-Mail übernehmen. Jetzt haben wir aber auch hierzu natürlich wieder eine Ausnahmevorschrift. Sie sehen, das ist im HGB immer so, es gibt eine Ausnahme, sehen, was im BGB steht. Wo die steht, müssen Sie jetzt nicht wissen. Die setzt aber auch wiederum was wohl voraus, damit wir die Ausnahme aus dem HGB anwenden können. Das ist immer das Gleiche. Dass der Unternehmer Kaufmann ist. Ja, dass er Kaufmann ist. Und ist er Kaufmann? Ja, nein, vielleicht. Ja, das ist ja alles uninteressant. Das können wir auch noch machen. So. Ja. Jetzt erinnern Sie sich wieder an unseren § 5 oder haben Sie ihn schon wieder vergessen? Wir machen immer die gleiche Norm, bis Sie irgendwann alle Varianten durch haben. Was sagt unser § 5 aus? Ja? Hier bräuchten wir ein betriebenes Gewerbe, aber da der ehemalige Unternehmer es ja gar nicht mehr betreibt, ist es ja auch hier kein Fiktivkaufmann. So ist es. Auch hier wieder kein Fiktivkaufmann, er betreibt nämlich nichts mehr. Ja? Betrieben heißt nicht Vergangenheit, er hat mal betrieben, sondern im Moment, in dem der Anspruch besteht, muss er es betreiben. Das heißt, auch hier wieder kein betriebenes Gewerbe. Damit auch hier hilft uns unser § 5 nicht
weiter. So. Jetzt haben wir schon ganz viel über Kaufleute gelernt. Deshalb machen wir jetzt mal einen Aufwachtest, damit Sie nicht komplett einschlafen hier, von meinem einschläfernden Vortrag. Schauen wir mal, ob irgendwas hängen geblieben ist von letzter Woche und dem Teil, den wir diese Woche schon gemacht haben. Das ist richtig schwierig hier. Es scheint nicht zu funktionieren oder es hat noch keiner abgestimmt. Ja, bis hier steht eine Null. Meistens geht das schneller. Keine Interaktion. Dann versuchen wir es nochmal. Jetzt müsste die Veranstaltung erscheinen und jetzt müssten Sie abstimmen können. Was? vote.hu.de. Gehen Sie mal auf jeden Fall, vielleicht sind da mehrere Handelsrechtsdinger. Das kann. Das ist nur eins? Ja. Ist das jetzt weg? Okay. Sie sehen, Technik wie begeistert. Dann versuchen wir es jetzt nochmal. Letzter Versuch, sonst machen wir es halt nicht. Jetzt müsste es erscheinen. Nicht? Komisch. Na gut, dann halt nicht. Sehen Sie jetzt was? Ja, man kann nicht alles haben. So. Sehen Sie jetzt eine Umfrage? Achtung, jetzt. Kommt da jetzt was? Nein. Gut, dann lassen wir das. Komisch, komisch. Woran das liegt, wer weiß. Ja, wir haben eben schon die Lösung gesehen. Testen wir nochmal durch. Wer weiß das? Alle vier Antworten. Also nicht schwierig. Ja. Bitte. Ja, ein Anwalt ist frei. Ja. Deswegen kann er auch kein Gewerbetreibender sein, weil das Gewerbe voraussetzt, dass er eben kein Freiberufler ist. Ja. Ja. Aber der Anwalt fällt unter den Unternehmerbegriff und wird den aus dem BGB gegeben. So ist es. Also, der Anwalt ist Freiberufler. Freiberufler können nie Gewerbetreibende sein. Damit ist er auch nicht Gewerbetreibender. Damit ist er auch nicht Kaufmann, denn Kaufleute müssen immer ein Gewerbe betreiben. Er ist aber Unternehmer, sowohl im Sinne des BGB als auch im Sinne des Kartellrechts. Das heißt, hier haben wir einen Fall, wo wir sagen müssen, erste Aussage ja, zweite Aussage nein, dritte Aussage nein, vierte Aussage ja. Gut, das hier ganz kurz noch, auf einen Kaufmann finden alle Regeln über Unternehmer Anwendung, denn alle Kaufleute sind Unternehmer im Sinne von 14.1. Auf einen Unternehmer finden die Regeln über Kaufleute aber keine Anwendung, Unternehmer ist der strengere Begriff. Auf einen Freiberufler finden die Vorstellungsunternehmer Anwendung, haben wir eben gehört. Auch Anwälte fallen darunter. Und auf einen Freiberufler finden die Vorschriften über Kaufleute keine Anwendung, weil sie keine Kaufleute sind. Die sehen alles sehr einfach. Ja, dann können wir uns das hier noch angucken, damit Sie nochmal eine schwierige Frage sehen. Nein. Gucken wir uns das nochmal an. So.
Frage also, dieser Paragraph 5, den wir eben gesehen haben, für wen gilt der? Und die Antwort ist, es gibt einen einzigen Fall, für den der Anwendung findet, und den gucken wir uns jetzt an. Dazu werfen wir einen Blick in Paragraph 1 Handelsgesetzbuch. Endlich mal fangen wir vorne an. Wir haben bei 6 angefangen und haben uns dem 1 genähert. Und wir sehen, Kaufmann ist, wer ein Handelsgewerbe betreibt. Gut, das ist nicht so spannend. Und dann steht in Absatz 2, Handelsgewerbe ist jeder Gewerbebetrieb, es sei denn, dass das Unternehmen nach Art oder Umfang einen kaufmännisch eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert. Das ist verworren formuliert durch diese es sei denn Formulierung. Wenn wir es positiv formulieren, heißt es, Handelsgewerbe ist jeder Gewerbebetrieb, der nach Art und Umfang einen kaufmännischerweise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert. Warum muss es dann heißen, wenn wir die Aussage umkehren, und nicht oder? Nur mal so als Grundzüge der Sprachlogik, Logik Klasse 1. Warum heißt die Umkehrung nicht Art oder Umfang, sondern Art und Umfang? Ja, weil wenn schon 1 fehlt, dann ist er ja kein Kaufmann mehr. Und damit brauche ich, wenn ich es positiv formulieren will, brauche ich beide, also und. So ist es. Wenn 1 fehlt, ist er kein Kaufmann, also brauche ich, um ihn zum Kaufmann zu machen, beides kumulativ. Warum hat der Gesetzgeber das so verworren formuliert und nicht einfach geschrieben, wenn er nach Art und Umfang in kaufmännischerweise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert? Warum steht da, es sei denn und dann nicht? Genau, der Kaufmann muss beweisen, dass sein Betrieb klein ist. Sie kennen diese es sei denn Formulierung auch schon aus 280 BGB. Das heißt, wir haben auch hier eine Beweislastumkehr. Der Kaufmann muss darlegen und beweisen, dass er klein ist. Gut. Paragraph 1 setzt also ein Handelsgewerbe voraus. Ein Handelsgewerbe wiederum setzt zunächst voraus ein Gewerbe. Was ein Gewerbe ist, haben wir letzte Woche ausgiebig besprochen. Das ist nicht so spannend. Und es setzt voraus, dass Art und Umfang so sind, dass sie einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb brauchen. Welche Einrichtungen braucht denn ein solcher Geschäftsbetrieb? Auch das ist ganz toll. Er braucht im Normalfall doppelte Buchführung. Weiß jemand, warum es doppelte Buchführung heißt und nicht einfache Buchführung? Was? Grundzüge der Bilanzkunde sind Pflichtfach für jeden Juristen, kann ich Ihnen sagen. Egal, ob Sie Ahnung davon haben oder nicht, ob Sie Steuerrecht machen wollen. Soll und haben. Soll und haben, in der Tat. Die Idee dahinter ist, Sie haben eine Bilanz mit Aktiva und Passiva. Und die wird wiederum in einen Kontenplan ausgegliedert. Und jede Buchung, die Sie machen, belastet immer 2 Konten. Eins auf der Soll-Seite und eins auf der Haben-Seite. Es gibt dann auch Ertragskonten und Aufwandskonten, die dann quasi die Einnahmen und Ausnahmen aushalten machen. Sie können aber auch Sachen tauschen. Warum macht man bei jeder Buchung denn 2 Konten belastet? Man könnte ja auch einfacher machen und einfach nur 1 belasten. Dass es dadurch schwieriger wird, die Konten zu manipulieren, weil wir dann wirklich auf den Kontoauszug gucken können und dann mit dem Haben vergleichen können, was es sein, mit dem Soll vergleichen können, was es sein sollte. Und wenn es das dann nicht ist, dann muss der Kaufmann uns was erklären. Ja, der Gedanke ist richtig. Es ist eine Methode der Fehlerkorrektur. Am Ende müssen alle Konten ausgeglichen sein. Es muss also immer links und rechts das Gleiche rauskommen. Wenn am Ende sozusagen ein negativer Betrag irgendwo rauskommt, eine Differenz, dann haben Sie irgendwo einen Buchungssatz falsch. Dann können Sie also genau herausfinden, wo ist der Fehler, auf welchen beiden Konten und können dann gucken, wo haben Sie was zu viel eingetragen, wo haben Sie was vergessen. Das soll also verhindern, dass auf einem Konto auf einmal eine Buchung fehlt. Ist eine Selbstkontrollmöglichkeit für den Kaufmann. Man könnte auch sagen, es ist doppelter Aufwand, vor allen Dingen heutzutage, wo die doppelte Buchführung durch den Computer gemacht wird und man gerade nicht auf 2 Konten einträgt, der Computer automatisch 2 Konten einträgt, aber so ist die Idee. Zweitens, weil der Kaufmann ein Vollprofi ist, kann er Prokuristen bestellen.
Prokuristen zeichnen sich dadurch aus, dass sie Stellvertreter sind, ganz normal wie im ersten Semester gelernt, 164 folgende, mit dem einzigen Unterschied, dass sie die Vertretungsmacht nicht beschränken können. Der Prokurist darf alles. Also wenn Sie jemanden Prokuristen machen, darf er einfach alles. Und die Idee dahinter ist, ein Kaufmann braucht das, weil er so viel zu tun hat, dass er das eh nicht selber kann. Also muss er jemanden haben, dem er vertraut, und deshalb gibt es den Prokuristen. Ein Kaufmann muss auch Zweigniederlassungen betreiben können. Zweigniederlassungen sind Filialen, würde man sagen. Das heißt, Sie haben eine Kette von Kleidungsshops und haben in mehreren Städten eine. Oder Sie haben ein Restaurant und haben eine Filiale in dem einen Teil von Bonn und eine Filiale in dem anderen Teil. Die eine etwas teurer, die andere etwas billiger vielleicht. Kaufleute sind auch Leute, die Transparenz brauchen. Das heißt, wo man Informationen im Register nachschauen kann. Wenn Sie sagen können, ich bin so unwichtig, dass sich keiner mich informieren will, sind Sie im Zweifel kein Kaufmann. Wenn man aber sozusagen sagt, Sie sind so wichtig, dass man was über Sie erfahren will, dann sind Sie im Zweifel Kaufmann. Dann die Firma. Kaufleute brauchen einen Namen, der geschützt ist vor anderen. Die Idee ist, es soll nicht jeder genauso heißen wie der Kaufmann. Und deshalb hat der Kaufmann eine Firma, die ausgesondert ist gegenüber allen anderen. Auto Müller darf es nur einen einzigen in Bonn geben. Das gilt nur für die Kaufleute. Und die Kaufleute haben auch weitere Regelungen, die sagen, ich kann diese Firma übertragen auf meine Erben und trotzdem bleibt das Unternehmen erhalten. Dann so Sachen wie das, was ich schon erwähnt habe, es gelten keine Formvorschriften für Bürgschaft und ähnliche Sachen, weil man den Kaufmann hier für verantwortungsvoll hält und er soll es schnell machen können, ohne dass er ständig irgendwelche Sachen unterschreiben muss. Der Kaufmann spart die Unterschrift. Und die Rügeobliegenheit hatten wir auch schon, 377. Kaufleute müssen schnell reagieren und sagen, ob die Sache gut oder schlecht ist. Wenn ich das von meinen Kunden erwarte, bin ich im Zweifel Kaufmann. Und, das können Sie auch nicht, im Sachenrecht, wenn Sie einen Gebrauchtwagen bei einem Kaufmann kaufen, dann können Sie darauf vertrauen, wenn der behauptet, ich habe hier die Erlaubnis, fremde Autos zu verkaufen. Wenn Sie bei einem Privatmann ein Auto kaufen und der sagt, ich bin zwar nicht der Eigentümer, dann sollten Sie tun, dass Sie die Finger davon lassen. Das heißt, wenn Sie irgendwas aus dieser Liste brauchen, sind Sie im Zweifel Kaufmann. Dann haben wir aber noch Art und Umfang. Art und Umfang meint nicht dasselbe. Es ist nicht wie Grund und Boden oder sowas, sondern das sind verschiedene Worte mit verschiedener Bedeutung. Es geht dabei um die Zahl der verschiedenen Geschäfte. Wenn Sie immer das Gleiche machen, jeden Tag, dann sind Sie nicht Kaufmann. Also wenn Sie immer nur für 1,50 Euro ein Bahnticket rausgeben, was immer das Gleiche ist, müssen Sie dafür nicht Kaufmann sein. Es geht um die Anzahl der verschiedenen Geschäfte, unabhängig davon, wie viel Geld Sie damit machen. Dazu gibt es diesen brillanten Fall mit dem Optiker, der im Jahr 45.000 Euro Umsatz, nicht Gewinn macht. Der hat zwar 2.000 Kunden, aber er macht nur 45.000 Euro Gewinn. Dann sagt man, das ist so klein, das spielt keine Rolle. Das Argument, was dagegen spricht in dem Fall, ist allerdings welches? Warum könnte der Umfang hier doch größer sein? Hat immerhin nur 45.000 Euro Umsatz. Das heißt, er lebt am Existenzminimum, der Kerl. Das können Sie ausrechnen, er muss ja eine Miete bezahlen für seinen Laden. Der muss auch irgendwie vielleicht die Brillen bestellen, die er da kauft. Also 45.000 ist nicht viel. Ja, das Problem hier ist, dass dieser Mann mit vielen verschiedenen Krankenkassen abrechnen muss, also mit Privatpatienten, mit Kassenpatienten, und dass der Aufwand sozusagen mit den verschiedenen Abrechnungen so hoch ist, dass man sagt, dafür muss man Kaufmann sein. Das ist so verschieden mit jeder Kasse, das kann man nicht so schaffen. Deshalb ist der Mann Kaufmann, obwohl er halt nur ganz wenig Geld macht. Und dann das andere tolle Beispiel, die Bundeswehrkantine. Die Bundeswehrkantine hat immerhin einen Umsatz von 500.000 D-Mark. Ja, Sie wissen, D-Mark war vor Euro. Das heißt, eine Viertelmillion Euro. Frage, ist die Bundeswehrkantine
Kaufmann im Sinne des HGB. Und da heute keiner mehr Wehrpflicht hat, kann ich Ihnen sagen, das Essen bei der Bundeswehr zeichnet sich nicht durch Vielfalt aus, sondern durch einen günstigen Preis. Und der wurde dadurch erzielt, dass man die Sachen in großen Mengen kauft und allen das Gleiche gab. Und da hat das Gericht gesagt, weil die Bundeswehrkantine sozusagen sehr eintönige Geschäfte tätigt, mit den gleichen Lieferanten immer die gleichen Sachen kauft, ist die nach ihrer Art der Tätigkeit kein kaufmännisches Unternehmen. Ja, also wenn man immer das Gleiche macht, ist man kein Kaufmann. Ich habe schon gesagt, § 1 Absatz 2, es sei denn, hat eine Vermutung. Welchen Sinn hat das? Ganz einfach. Sie haben denjenigen, der ein Gewerbe betreibt und der schließt mit irgendjemandem Verträge. Wenn der Gewerbetreibende durch das HGB schlechter stehen würde, zum Beispiel, weil er rügen müsste nach 377 HGB oder weil er eine Bürgschaft abgegeben hat, die mündlich ist und eigentlich unwirksam wäre nach BGB, dann greift § 1 Absatz 2, er muss beweisen, dass er nach Art und Umfang, dass Art oder Umfang klein ist. Das heißt, es reicht, wenn er beweist, also so einfach, da brauche ich keine kaufmännischen Einrichtungen, oder ich mache hier so wenig, dass ich darunter die Mindestgrenze falle. Ja? Das ist die Variante 1. Es gibt aber auch Regeln, die ihn besser stellen würden. Zum Beispiel, wenn er verlangt, dass seine Kunden bei ihm Mängel rügen. Dann hilft ihm § 1 Absatz 2 HGB nicht, sondern er kann sich nicht aufs HGB berufen. Nach § 15 Absatz 1 HGB können sich seine Kunden darauf berufen, du bist nicht eingetragen, also bist du nicht Kaufmann. Das heißt, § 1 Absatz 2 HGB wirkt nur zu seinem Nachteil, nie zu seinem Vorteil. So, ich habe Ihnen eben angekündigt, der § 5 kommt nochmal. Jetzt kommt der § 5, denn wir haben gesehen, wer nach Art und Umfang groß ist, ja, groß, muss sich nicht eintragen lassen, der ist automatisch Kaufmann ohne Eintragung. Er muss sich aber trotzdem eintragen lassen, nicht weil er Kaufmann werden will, sondern weil das Gesetz sagt, die Firma eines Kaufmanns ist im Handelsregister einzutragen. Das ist eine Eintragungspflicht. Er muss also nicht eintragen, um Kaufmann zu werden, er muss eintragen, weil das Gesetz einfach sagt, wenn du Kaufmann bist, musst du dich eintragen. Das heißt, er fällt nicht unter § 2 HGB. Soweit klar? Weil § 2 setzt voraus, dass jemand nicht schon nach § 1 Kaufmann ist. Steht ausdrücklich drin. Jetzt kann aber Folgendes passieren. Sie sind zum Zeitpunkt der Zwangseintragung so groß, dass Sie ohnehin unter § 1 Absatz 2 HGB fallen. Jetzt, die Geschäfte gehen schlecht und irgendwann sagen Sie, ich habe noch einen Laden und verkaufe einmal am Tag einen Teller Suppe an einen Obdachlosen. Das ist mein einziges Geschäft, was ich tätige. Dann sind Sie in diesem Moment nicht mehr Kaufmann im Sinne von § 1 Absatz 2. Wären Sie in diesem Moment Kaufmann im Sinne von § 2 HGB, gucken wir nochmal den § 2 uns an. Ja. Ja. Und dass es vorher kein Kaufmann ist und danach ein Kaufmann ist. Und damit, da er ja schon eingetragen ist, wird er dadurch nicht Kaufmann, weil er sich ja nicht eintragen lässt. Das ist ja praktisch das Eintragen, eingetragen werden, was ich zum Kaufmann mache. Also wenn Sie das bildlich sehen wollen, ja, ich versuche das jetzt mal hier, mal gucken, ob das wieder klappt. Wahrscheinlich wieder nicht. Wow. Also wir malen einen Zeitstrahl, den Sie nicht sehen, weil er zu dünn ist. Warum auch immer.
dann müssen wir es doch damit machen und dann machen wir es halt so. Na, Sie sehen, es funktioniert hier nichts. Ich sehe es, Sie sehen es nicht. Das ist toll. Sie sehen nichts. Schade. So, dann sehen Sie es halt nicht. Fangen wir einfach an. Wenn Sie sich einen Zeitstrahl vorstellen, dann ist am Anfang jemand Unternehmer und ist nicht Kaufmann, im Zeitpunkt Null. Dann wird er nach Art und Umfang groß. Dann wird er automatisch nach § 1 Absatz 2 HGB Kaufmann. Dann sagt das Gesetz, wenn du Kaufmann bist, musst du dich eintragen lassen. § 29 gucken wir uns später noch an. Dann wird er wieder klein. Dann ist er zwar eingetragen in dieser Norm, in das Handelsregister eingetragen ist, aber er ist nicht eingetragen, um Kaufmann zu werden, sondern hat sich eintragen lassen, weil er es musste. Und dann könnte man auf die Idee kommen, ja, dass dann dieser Mensch nicht unter § 2 Satz 1 fällt. Das heißt, er wäre nicht Kaufmann nach § 2 Satz 1. Er steht aber trotzdem im Handelsregister und kein Mensch weiß, warum er da drin steht. Und für diesen seltenen Fall, dass jemand sozusagen wieder klein wird, sagt § 5, solange er im Handelsregister drin steht, bleibt er Kaufmann. Unabhängig davon, ob er inzwischen klein geworden ist oder ähnliches. Solange er eingetragen ist, bleibt er Kaufmann. Man könnte auch sagen, das steht in § 2 schon drin, weil er immerhin drin steht, in das Handelsregister eingetragen ist und eingetragen ist, ist er. Aber der Gesetzgeber wollte das in § 5 nochmal ausdrücklich regeln, damit keiner verwirrt ist. Ja? Ich kann das an die Tafel malen, ja. Mal gucken, ob das Ihnen hilft. Ich glaube, wenn ich an die Tafel male, hilft Ihnen das nicht so viel. Ja, jetzt staunen Sie gleich. Also, wir haben einen Zeitstrahl. Sehen Sie das? Das ist der Zeitstrahl. Hier ist der Zeitpunkt 1. Im Zeitpunkt 1 ist das Unternehmen groß. Dann greift, wie wir gelernt haben, § 1 Absatz 2. Das heißt, es ist automatisch Kaufmann, unabhängig von der Eintragung. Ob er will oder nicht, er ist Kaufmann. Er ist Kaufmann, unabhängig von der Eintragung. Soweit klar? Dann sagt das Gesetz in einem anderen Paragraphen, den wir noch sehen werden, nämlich § 29, wer Kaufmann ist, muss sich eintragen lassen, ob er will oder nicht. Ja? Das heißt, es gibt eine Zwangseintragung. Jetzt gibt es einen Zeitpunkt 3. In dem Zeitpunkt ist das Unternehmen wieder klein geworden. Das heißt, die Voraussetzungen des § 1 Absatz 2 liegen nicht mehr vor. Das kann ja passieren. Es bleibt aber eingetragen, weil, um es gelöscht zu werden, muss es einen Antrag stellen. Der Antrag wurde schlicht vergessen. Und jetzt haben wir den Zeitpunkt 3. Und im Zeitpunkt 3 stellt sich folgendes Problem. Es gibt jemanden, der sagt, du bist Kaufmann. Ja, also in diesem Zeitpunkt. Und da fragen wir uns, warum eigentlich? Wir können jetzt in § 1 Absatz 2 gucken, der liegt aber nicht mehr vor. Wir können in § 2 gucken, der setzt aber voraus, dass jemand sich hat eintragen lassen, der zum Zeitpunkt der Eintragung noch nicht Kaufmann war. Das heißt, der liegt auch nicht vor. Weil zum Zeitpunkt der Eintragung war er ja schon Kaufmann, wegen § 1 Absatz 2. Und hier hat er sich eintragen lassen. Also, wieso ist dieser Mensch zu diesem Zeitpunkt noch Kaufmann? Und die Antwort darauf liefert § 5, ja, Wahnsinn, dieses Schaubild, das ist unheimlich visuell. Die Antwort darauf liefert § 5. § 5, in dem ich sagt, wenn jemand im Handelsregister steht, gilt er als Kaufmann,
selbst wenn er unter keine andere Norm fällt. Das heißt, selbst wenn er weder unter Paragraph 1 fällt, noch unter Paragraph 2 fällt, noch unter irgendwas anderes. Das heißt, Paragraph 5 löst genau unser Problem. Der steht zwar im Handelsregister, fällt aber unter keine der Regelungen. Wir wollen aber, dass das Handelsrecht anwendbar ist. Und das sagt Paragraph 5. Unabhängig von Gut- und Bösgläubigkeit, einfach weil er drin steht. Er muss sich also löschen lassen, wenn er nicht mehr Kaufmann sein will. Ist das so nachvollziehbar? Gut. Wenn nicht, auch gut. So. Dafür also unser Paragraph 5. Jetzt müssen wir die Tafel wieder runter machen und wir fragen uns, was ist ein Scheinkaufmann? Wir haben bisher gesprochen über Leute, die entweder im Handelsregister drinstehen oder ohnehin groß sind. Es gibt aber auch nicht nur große Kaufleute, sondern auch Großmäuler. Und Großmäuler sind möglicherweise auch Kaufleute. Und hier steht jetzt Staub. Staub heißt nicht schlechte Luft oder irgendwas, sondern Staub ist ein Eigenname. Und Herr Staub hat eine Lehre entwickelt von einem Scheinkaufmann. Und diese Lehre ist heutzutage allgemein anerkanntes Gewohnheitsrecht. Und wenn es Gewohnheitsrecht ist, bedeutet das, sie steht nicht im Gesetz. Diese Lehre ist subsidiär gegenüber allem, was im Gesetz drin steht. Denn wenn im Gesetz was drinsteht, brauchen Sie kein Gewohnheitsrecht. Das heißt, wenn jemand ohnehin schon Kaufmann nach Paragraph 5 ist, weil er eingetragen ist, oder nach Paragraph 15 Absatz 1, den wir uns gleich angucken werden, dann findet diese Lehre keine Anwendung. Was setzt das jetzt voraus, fragen Sie sich. Hä? Also völlig abstrakt. Gucken wir uns mal die Voraussetzungen an. Da habe ich für Sie ein einfaches Schema. Das Schema hat 4 Punkte. Und dieses Schema werden Sie immer wieder in Ihrem Studium sehen, zum Beispiel auch beim gutgläubigen Erwerb im Sachenrecht, zum Beispiel auch bei der Anscheinsvollmacht im ersten Semester. Das haben Sie also hoffentlich im ersten Semester schon mal gesehen. Wir brauchen zunächst mal einen objektiven Rechtsscheinstatbestand. Irgendwas, was der Empfänger sehen kann und worauf er sich verlässt. Das kann nicht sein, das Handelsregister. Warum kann das Handelsregister hier nicht der Rechtsscheinstatbestand sein? Ja, weil er dann ja kein Scheinkaufmann wäre, sondern Kaufmann. Ja, dann wäre nach Paragraph 5 ohnehin Kaufmann. Das heißt, das Handelsregister ist nicht das relevante Element. Aber wenn jemand zum Beispiel ganz cool sagt, im Übrigen, ich bin Kaufmann, oder auf einer Visitenkarte schreibt, eingetragener Kaufmann, dann hat er einen Rechtsschein gesetzt. Ja, erinnern Sie sich, Anscheinsvollmacht, gleiches Verfahren, kennen Sie alles. Dann brauchen wir Kausalität. Was bedeutet Kausalität? Ursächlichkeit. Das bedeutet, jemand muss im Vertrauen auf diesen Rechtsschein irgendwas getan haben. Er muss einen Vertrag geschlossen haben, er muss auf einen Vertragsschluss verzichtet haben oder ähnliches. Auch das, erinnern Sie sich hoffentlich das erste Semester, hatten wir auch bei der Anscheinsvollmacht. Der Rechtsschein muss zum Vertragsschluss mit dem Vertreter ohne Vertretungsmacht geführt haben. Dann brauchen wir Gutgläubigkeit. Gutgläubigkeit bedeutet, jemand, der genau weiß, dass dieser Mensch kein Kaufmann ist, kann nicht behaupten, der hat das aber gesagt. Wenn Sie 100% sicher wissen, der ist kein Kaufmann, nützt Ihnen der schöne Schein auch nichts. Ebenfalls schadet grobe Fahrlässigkeit. Grobe Fahrlässigkeit haben wir letztes Semester schon mal gehabt. Das heißt, wenn Sie das außer Acht lassen, was jedem Menschen sich aufdrängen muss, das heißt im Grunde, wenn Sie die Augen verschließen vor dem Offensichtlichen, dann haben Sie Pech gehabt. Und jetzt kommt die letzte Voraussetzung, das ist die Zurechenbarkeit. Zurechenbarkeit heißt im Wesentlichen hier Kausalität. Er muss diesen Rechtsschein irgendwie veranlasst haben. Es reicht nicht, wenn irgendjemand über ihn was gesagt hat. Also wenn Sie sagen, ja, der sowieso, der ist Kaufmann, dann muss der sich nicht so behandeln lassen, als sei er Kaufmann. Er muss selber es irgendwie mit verursacht haben. Nur dann kann er sich als Scheinkaufmann qualifizieren. Ein Scheinkaufmann ist also ein Großmaul, der durch irgendwelche Umstände den Eindruck erweckt, er sei Kaufmann. Das bedeutet,
alle Regeln, die zu seinem Nachteil gelten, finden Anwendung. Das heißt, alle Regelungen, die ihn benachteiligen, aus dem HGB gelten für ihn. Es wird so getan, als sei er Kaufmann zu seinem Nachteil. Der Dritte kann aber auch sagen, ich möchte gerne, dass er nicht wie ein Kaufmann behandelt wird. Er kann das also auch kombinieren. Um Ihnen das zu illustrieren, hier ein einfacher Fall. Es gibt den Studenten und er hat eine Internetberatung, die er bei sich im Wohnzimmer betreibt und er nennt sich Web Solutions International EK. Jetzt wird ihm ein fehlerhafter PC geliefert, das moniert er erst nach einem Monat. Nach allem, was ich bisher gesagt habe, könnte er hier möglicherweise Gewährleistungsansprüche geltend machen. Sie erinnern sich, haben wir letztes Mal gehabt, 437 Nummer 1 BGB in Verbindung mit 439 Absatz 1 BGB. Setzt voraus einen Kaufvertrag, haben wir. Setzt voraus einen Sachmangel, haben wir. Setzt weiterhin voraus keinen Ausschluss der Gewährleistung. Und wodurch könnte die Gewährleistung ausgeschlossen sein? Ja. 377 Absatz 2 HGB. Die Ware könnte als genehmigt gelten, wenn der es nicht rechtzeitig gerügt hat. Aber das setzt wiederum voraus, dass ein beiderseitiges Handelsgeschäft vorliegt. Und das setzt voraus, dass der Student S Kaufmann im Sinne des HGB ist. Welche Fälle des Kaufmanns haben wir kennengelernt? Ist er Kaufmann im Sinne von § 1 Absatz 2 HGB? Ja, er ist nicht nach Art und Umfang groß, also ist er nicht Kaufmann Kraft Tätigkeit. Wie sieht es aus mit § 2 HGB oder § 5 HGB? Ja, er ist auch kein Kaufmann im Sinne von § 2 oder § 5, weil er nicht ins Handelsregister ist. Er ist nicht eingetragen, also ist auch nicht Kaufmann im Sinne von § 2 oder § 5. Ja, ist er Kaufmann im Sinne von § 6, weil er eine Handelsgesellschaft ist? Nein, ist er auch nicht, er hat keine GmbH oder AG. Ja, was kann er denn noch sein? Scheinkaufmann. Scheinkaufmann. Das setzt was voraus, nach dem, was wir eben gemacht haben? Ja, zunächst einen objektiven Rechtsschein. Ja. Dadurch geschaffen, dass er EK als Abkürzung in seinem Namen verwendet, was für eingetragener Kaufmann steht. Ja, er verwendet einerseits EK als Abkürzung. Selbst wenn er es nicht verwenden würde, erweckt der Ausdruck Web Solutions International den Eindruck, das sei ganz schön groß. Und daher erweckt den Eindruck, ich bin hier Vollprofi, ich weiß, was ich tue. Das heißt, ein objektiver Rechtsschein, der aus Sicht eines verständigen Empfängers darauf hindeutet, er sei Kaufmann, liegt vor. Dann muss der andere gutgläubig sein. Und dann, erstmal müssen wir haben eine Kausalität für das Rechtsgeschäft. Hier ist es so, dass man als Kaufmann halt üblicherweise andere Konditionen kriegt als Privatmann. Das heißt, hier hat er durch die Rügeobliegenheit möglicherweise einen anderen Vertrag geschlossen. Dann haben wir drittens subjektiv Gutgläubigkeit. Es ist nicht ersichtlich, dass irgendjemand erkennen konnte, dass er klein ist. Und dann brauchen wir noch Zurechenbarkeit. Er hat es selber gemacht. Mehr kann man wohl nicht erwarten. Also Pech gehabt. Er muss sich als Kaufmann behandeln lassen. Das Ganze können wir auch mit Gesellschaften machen. Wir haben eine OHG. Wer als OHG auftritt, sagt, ich bin offene Handelsgesellschaft und ist damit automatisch Scheingesellschaft im Sinne von § 6 HGB. Also Sie sehen, wenn Sie GmbH oder OHG oder sowas angeben, müssen Sie sich als Kaufmann behandeln lassen. Vermeiden Sie also irgendwelche coolen Abkürzungen, das kann nur zu Ihrem Nachteil gehen. Ja? Ja, das... Nein, die Beweislastumkehr betrifft den Fall, Sie wissen nicht, ob er groß oder klein ist. Er sagt gar nichts. Ach so. Also die Beweislastumkehr betrifft nur den Fall, da ist jemand, der bestellt was bei Ihnen. Sie wissen, der ist Händler. Sie wissen aber nicht, ob der groß oder klein ist. Und dann sagt § 1 Absatz 2, grundsätzlich gilt er als groß. Er müsste aber beweisen, dass er einen kleinen Laden hat, wenn er nicht sofort rügen muss. Das heißt, die Beweislastumkehr bringt mir als Kaufmann gar nichts, wenn ich im Namen schon groß bin.
Genau. Also wenn Sie im Namen schon groß wirken, kommt es darauf gar nicht an, dann haben Sie ohnehin Pech gehabt. Also wenn Sie großspurig auftreten, dann müssen Sie sich als Kaufmann behandeln lassen. Als Kaufmann also immer klein spielen, wenn Sie nicht Kaufmann sein wollen. So, das war unser erstes Thema. Wir haben aber nicht nur eins, wir haben sogar zwei, denn wir haben heute das tolle Thema, das Handelsregister. Was ist das Handelsregister? Das ist unsere erste Frage. Und diese erste Frage können Sie im Grundsatz auch direkt danach wieder vergessen, denn was das Handelsregister ist, wie das gefüllt und ähnliches, ist nicht Prüfungsstoff in Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen wird nur das, was hier unten in dem Kästchen steht, der gutgläubige oder das Vertrauen auf das Handelsregister im Staatsexamen geprüft. Um Ihnen das zu beweisen, habe ich es hier nochmal aufgeschrieben. Sehen Sie, das ist das Juristenausbildungsgesetz. Das definiert, was Sie lernen müssen. Mehr müssen Sie nicht wissen. Und da steht drin, Sie müssen nur die Publizität kennen, nicht das Handelsregister insgesamt. Gut. Nach dieser dramatischen Einleitung kommt jetzt dieses tolle Ding, wo drauf steht, Sunlight is said to be the best of disinfectants, electric light the most efficient policeman. Das hat ein amerikanischer Richter gesagt und er wollte damit sagen, im Dunkeln ist gut munkeln oder anders ausgedrückt, dubiose Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass man über sie nichts erfahren kann. Wer sich der Öffentlichkeit preisgibt, wird schon nichts Schlimmes tun. Das heißt, je mehr Offenlegung wir erzwingen, desto mehr gute Leute haben wir im Geschäftsverkehr. Das Register ist daher eine Publikation im Sinne von, es macht Informationen öffentlich für die Allgemeinheit zugänglich. Das Register ermöglicht dadurch auch, dass Leute kontrollieren können, ob Sachen stimmen. Sie können sich heute mit einem Mausklick angucken, wie sieht der letzte Jahresabschluss von VW aus. Das können Sie direkt im Internet abrufen. Das Ganze erfolgt auf zwei Ebenen. Erstens hat die Öffentlichkeit das Kontrollrecht, weil sie reingucken kann. Und zweitens wird das Register auch nicht einfach so gefüllt, sondern das Register wird gefüllt durch Profis, nämlich Notare. Sie wissen, Notare kriegen viel Geld dafür, dass sie schlau Leute beraten oder hier in dem Fall beglaubigen. Und Sie wissen, beglaubigen bedeutet im Grunde, dass Sie bestätigen, dass derjenige, der Ihnen gegenübersteht, auch derjenige ist, der auf dem Dokument steht. Man könnte also sagen, eine Art Postident für Profis, was deutlich teurer ist. Dann, neben dem Notar, ist auch ein Rechtspfleger tätig. Der Notar klebt das nicht irgendwie in sein Tagebuch oder in sein Poesiealbum, sondern er leitet es weiter zum Gericht. Und beim Gericht wird das Ganze dann geprüft durch Rechtspfleger und Richter, ob diese Informationen auch inhaltlich plausibel sind und ob sie den Formalien entsprechen. Das heißt, im Handelsregister steht nicht irgendwelcher Quatsch, sondern im Handelsregister stehen wohlgeprüfte Tatsachen. Damit ist das Handelsregister auch zum Beweis geeignet. Das heißt, was im Handelsregister steht, gilt als wahr. Und das haben Sie zum Beispiel gesehen bei § 1 Absatz 2. Der Gesetzgeber muss sich hier mit einer Beweislastumkehr behelfen. Wenn jemand im Handelsregister steht, haben wir § 5. Was drinsteht, ist richtig. Eine Regelung, die wir uns auch noch ansehen müssen, ist § 25 Absatz 2 HGB. Wenn Sie sagen, ich habe zwar den gleichen Namen wie der alte Inhaber, aber ich möchte nicht für dessen Schulden haften, müssen Sie das eintragen lassen. Das heißt, erst dann, wenn es drinsteht, können Sie sagen, ich hafte nicht. Sonst haften Sie für alle alten Schulden. Sie sehen also, das Handelsregister ist ganz elementar für das deutsche Handelsrecht. Was da drin steht, ist das, worauf man sich verlassen kann. Nicht schwierig. Wo finden Sie nun das Handelsregister? Sie finden es nicht beim Handelsregisteramt.
Sie finden es bei den Gerichten. Wer sind denn die Gerichte? Ganz einfach, es sind alle Amtsgerichte, in deren Bezirk ein Landgericht seinen Sitz hat. Was ist damit gemeint? Es ist gemeint ein Ort, wo es sowohl ein Landgericht als auch ein Amtsgericht gibt. Zum Beispiel, wenn Sie nach Köln fahren, gibt es ein Landgericht Köln und ein Amtsgericht Köln. Oder wenn Sie nach Krefeld fahren, wo ich geboren bin, gibt es ein Landgericht Krefeld und ein Amtsgericht Krefeld. Das heißt, es gibt auch ein Krefelder Handelsregister. Es gibt auch ein Kölner Handelsregister. Wenn Sie dagegen nach Neuss fahren zum Beispiel, in Neuss gibt es ein Amtsgericht, aber kein Landgericht. Also gibt es da auch kein Handelsregister. Also Sie müssen gucken, gibt es an einem Ort beide Gerichte? Wenn ja, haben die ein eigenes Handelsregister. Nicht, dass Sie es wissen müssten. So, das ist keine neue Erfindung. Das gibt es in Deutschland seit dem 31. Mai 1861. Seitdem gibt es diese Register bei den Amtsgerichten. Und Sie können sich bildlich vorstellen, wie das in den Kellern der Amtsgerichte aussieht, nämlich so, da ist dann die Akte, den ersten Unterlagen von 1861 bis dann 2000. Das wird geführt nach dem FAMFG, Gericht über Familiensachen und freie Gerichtsbarkeit, und nach der Handelsregisterverordnung, das ist also alles wunderbar durchgeregelt. Das Schöne ist, das müssen Sie alles nicht wissen. Also können Sie direkt wieder vergessen. Was man schon mal gehört haben können sollte, ist, das Handelsregister hat zwei Abteilungen. Es hat die Abteilung A und die Abteilung B. Abteilung B ist die, wo die coolen drin stehen, nämlich die Kapitalgesellschaften. Die GmbHs, die Aktiengesellschaften, die SEs, die UG-Haftungsbeschränkt. Also immer dann, wenn kein Mensch haftet, landen sie in Abteilung B. Und Abteilung A sind Hinz und Kunz. Das sind die Leute, die persönlich haften wollen. Das heißt, die Einzelkaufleute und die OHGs und KGs, wo Menschen mit ihrem gesamten Privatvermögen haften wollen, die stehen in Abteilung A. Also B, wenn kein Mensch haftet, und A, wenn ein Mensch unbeschränkt verantwortlich ist. Klar? Ja. Was steht im Handelsregister? Zum Beispiel steht da drin diese Prokura. Wenn jemand Prokurist ist, sollte man das eintragen lassen. Es steht drin, diese Haftungsbefreiung, die ich eben erwähnt habe, wenn Sie ein Unternehmen übernehmen, dass Sie für die alten Schulden haften. Es stehen jede Menge Sachen über Gesellschaften drin, zum Beispiel, wer Geschäftsführer einer GmbH ist. Wenn Sie immer schon mal wissen wollten, wer im Vorstand der Daimler AG sitzt, das können Sie im Handelsregister nachgucken. Wenn Sie immer schon mal herausfinden müssten oder wollten, wer hier der Geschäftsführer Ihres Lieblingschinesischen Restaurants ist, wenn es als GmbH gegründet ist, finden Sie das daraus. Sie können also hier jede Menge Informationen nachschlagen. Volle Transparenz. Wahnsinn. Was haben wir noch? Wir haben noch weitere Register. Wir haben das Partnerschaftsregister. Das hat nichts zu tun mit eingetragener Lebenspartnerschaft, sondern es geht da um die Partnerschaftsgesellschaften. Die stehen nicht im Handelsregister. Können Sie sich denken, warum die nicht im Handelsregister drin stehen? Ja? Ja, weil Partnerschaften nur von Freiberuflern gegründet. Ja, Partnerschaftsgesellschaften werden von Freiberuflern gegründet. Freiberufler betreiben kein Gewerbe, also kommen sie nicht ins Handelsregister, weil sie keine Kaufleute sind. Genossenschaftsregister, das klingt ein bisschen nach Kommunismus, aber gemeint ist, es gibt auch Genossenschaften, zum Beispiel bei Taxen, die gemeinsam vermarkten die einzelnen Unternehmen. Jedes Taxi ein eigenes Unternehmen, aber die haben eine Genossenschaft, die eine gemeinsame Hotline anbietet, zum Beispiel. Oder ich zum Beispiel wohne in einer Genossenschaftswohnung, das heißt, es gibt da eine Genossenschaft, die Räume hat und die günstig an ihre Mitglieder vermietet. Und dann gibt es noch das Vereinsregister. Das Vereinsregister sagt Ihnen vielleicht auch was, das sagt nämlich, dass da Vereine drinstehen. Angefangen mit Fußballvereinen und auch Bundesliga-Vereine, ja, die stehen da drin, bis hin zum Skatverein, den Freunden und Förderern der Universität Bonn, das steht da alles im Register drin. Das ist auch nicht das Handelsregister, weil die, sagt man, nicht gewinnorientiert sind und deshalb da nichts
verloren haben. Wahnsinn, dieses Handelsregister, sind ganz begeistert, ich sehe das schon. So, auch das hier ist nicht so spektakulär. Wenn Sie etwas im Handelsregister eingetragen haben wollen, müssen Sie das anmelden. Das steht in § 12 HGB. Nochmal, das müssen Sie nicht wissen, das ist nicht Prüfungsstoff. Da steht drin, die Anmeldung erfolgt durch einen Notar. Sie dürfen also, in notariell beglaubigter Form, Sie dürfen also nicht einfach dahin gehen, hier zum Amtsgericht und sagen, tragt mich ein, sondern Sie müssen zu einem Notar und das beglaubigen lassen, damit deutlich ist, dass Sie auch wirklich Sie selbst sind. Und dann können Sie es immer noch nicht einreichen, weil es in elektronisch beglaubigter Form eingereicht werden muss. Das heißt, der Notar muss es auch per Online-Betrieb dahin schicken. Nach der Anmeldung wird das geprüft und dann vom Gericht eingetragen. Also es ist ein zweistufiger Prozess, der die Qualität sichern soll. Und dann, wenn es eingetragen ist, wird es noch bekannt gemacht. Ja, was heißt bekannt gemacht? Das heißt, Sie finden es dann im Internet. Es gibt eine Internetseite mit den Bekanntmachungen. Und damit sind wir schon bei der nächsten Frage. Sie sehen, das geht hier ruckzuck. Wo finde ich das Register? Und dazu lautet erstmal die Frage, wer darf da reingucken? Und da haben wir eine Regelung in § 9 und die sagt, ins Register gucken darf jeder Mann, aber auch jede Frau, also das ist nicht geschlechtsspezifisch, jeder darf da reingucken, allerdings nur zu Informationszwecken. Was meinst du Informationszwecken? Der Gesetzgeber hatte Angst, dass irgendjemand hingeht, alle Sachen ausliest und sein eigenes Register aufmacht. Und deshalb nur zu Informationszwecken, das heißt zu der eigenen Information, nicht um ein Schattenregister aufzubauen. Warum auch immer. Das Handelsregister finden Sie unter der tollen Adresse www.handelsregister.de. Jetzt sehen Sie hier eine Deutschlandkarte, Sie sehen, da gibt es Bundesländer und Sie sehen rote Punkte auf der rechten Spalte. Diese roten Punkte beruhen darauf, ab und zu mal fallen Einzelländer aus. Das heißt jetzt nicht, dass da irgendwie Naturkatastrophe ist, das Bundesland nicht mehr da ist, sondern es heißt, dass von diesem Land keine Registerinformationen mehr abgerufen werden können. Das machen die nicht aus Schikane, das sind technische Probleme, denn diese Adresse www.handelsregister.de ist nur ein Portal, was ihre Suchanfragen dann an die jeweiligen Länder weiterleitet und die Länder leiten es wieder an die Gerichte weiter. Und Sie können sich vorstellen, das ganze System ist recht fehleranfällig und wenn da irgendwo was auftaucht, dann kommt das rote Licht und Sie können von dem Land leider nichts mehr abrufen. Zweites Problem an der ganzen Sache ist, wenn Sie diese Seite wirklich nutzen wollen, dann müssen Sie erstmal ein Formular sich ausdrucken lassen oder ausdrucken, das unterschreiben und dann per Brief dahin schicken. Vorher können Sie da nichts abrufen. Das ist also nicht einfach so wie bei Facebook oder Google anmelden und suchen, sondern das setzt voraus einen schriftlichen Antrag, der da eingereicht werden muss. Sie können sich vorstellen, das schränkt den Spaß an der ganzen Sache etwas ein. Es gibt aber noch ein weiteres Hindernis, nämlich hier steht, wie teuer, das kostet Geld, da was nachzugucken. Und ich illustriere Ihnen, wie teuer das ist. Es kostet nämlich 4,50 Euro. Für 4,50 Euro sind Sie dabei. Ja, also überlegen Sie sich, das ist ein guter Preis. Was kriegen Sie für 4,50 Euro? Sie kriegen sowas zum Beispiel, einen sogenannten aktuellen Ausdruck. Da steht dann drauf, wie viele Eintragungen gibt es, wie heißt das Unternehmen, welche Niederlassungen hat das, also wo finden Sie Filialen von denen, was machen die eigentlich. Das nennt sich hier aktueller Ausdruck. Da kommen noch so Sachen wie Grundkapital, allgemeine Vertretungsregelungen, der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern, die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder vertreten. Dann sehen Sie hier, es gibt auch dummerweise genau zwei, nämlich den und den. Da steht ein Geburtsdatum und das ist dann alles, was Sie so für 4,50 Euro kriegen. Ah, nicht ganz, es gibt noch ein paar mehr Sachen. Prokuristen tauchen noch auf, Rechtsformen tauchen noch auf, Zeitung der Ersteintragung, Tag der letzten Eintragung, also das kriegen Sie alles. Können Sie kaufen, 4,50 Euro, wenn einer das mal investieren will. Sie können aber auch für den gleichen Preis
einen chronologischen Auszug kriegen. Der sieht dann ganz anders aus, sehen Sie dann hier, ja. Da hatten Sie das dann als Tabelle, dann sehen Sie hier, es gibt diese erste Spalte, es gibt die zweite Spalte, es gibt die dritte Spalte, die vierte Spalte und Sie sehen, in jeder Spalte werden andere Sachen eingetragen. Zum Beispiel Procura kommt in Spalte 4. Können Sie auch abrufen. Sie sehen, auch hier ist ganz viel rot unterstrichen. Was bedeutet wohl rot unterstrichen? Bedeutet das extra wichtig? Ja, das bedeutet, es ist gelöscht. Warum wird das nicht einfach durchgestrichen oder geixt? Könnte man sagen, durchstreichen ist viel besser als unterstreichen. Ja, dann könnte man den Verlauf nicht mehr sehen, dann könnte man nicht mehr lesen, was da steht. Das Unterstreichen soll sicherstellen, dass Sie die alten Sachen auch lesen können, um die Entwicklung zu verfolgen. So viel dieser tolle chronologische Ausdruck. Also für 4,50 Euro haben Sie die Wahl, Typ A oder Typ B, kostet das Gleiche. Ja? Pro Unternehmen, ist keine Flatrate. Aber, jetzt sagen Sie, es ist mir zu teuer, ich kann Ihnen noch was anderes anbieten. Für 1,50 Euro. Für 1,50 Euro kriegen Sie nämlich bestimmte Dokumente, zum Beispiel eine Liste der Gesellschafter einer GmbH, kostet nur 1,50 Euro. Oder die Satzung einer AG. Warum sind die billiger, kann ich Ihnen sagen, weil die werden nicht vom Notar geprüft. Das heißt, das ist einfach nur das Original, was eingereicht worden ist, das gescannte Dokument können Sie dann abrufen. Das kostet nur 1,50 Euro. Hat eigentlich einen guten Wert wie die geprüften Infos. So, das ist handelsregister.de. Es gibt auch noch eine andere Seite, nämlich unternehmensregister.de. www.unternehmensregister.de. Das ist geregelt in § 8b HGB. Das Unternehmensregister bietet kurioserweise exakt die gleiche Information wie das Handelsregister, ist nur ein anderer Anbieter. Das wird nämlich angeboten vom Bundesanzeiger Verlag. Der Bundesanzeiger Verlag ist ein privates Unternehmen, das ist kein Staatsunternehmen, wie man vielleicht meinen könnte. Und dieses private Unternehmen bietet eine Suchmaschine an. Das darf der, weil er beauftragt ist, er ist beliehen vom Bund, damit diese Informationen zugänglich zu machen. Und auf diesem Portal kriegen Sie noch mehr Infos. Da kriegen Sie zum Beispiel alle Informationen, die an die Börse gemeldet worden sind. Da kriegen Sie zum Beispiel auch die Jahresabschlüsse. Sie können also gucken, wie viel Geld die letztes Jahr gemacht haben. Der praktische Vorteil ist, Sie können damit Kreditkarte bezahlen, die 4,50 Euro. Und Sie müssen sich nicht anmelden. Also Sie müssen da, können einfach direkt recherchieren und direkt die 4,50 Euro online buchen. Ja, also, Sie sehen, Anreiz für nächste Woche, kaufen Sie sich für 4,50 Euro mal einen Auszug. Nochmal, das Unternehmensregister bietet aber mehr, zum Beispiel, wenn jemand insolvent ist, kriegen Sie ja mitgeteilt, ob das Insolvenzverfahren noch läuft, ob es beendet ist. Sie kriegen auch mitgeteilt zu Sachen wie, wann ist die nächste Hauptversammlung? Hat jemand dagegen geklagt? All das kriegen Sie da mit. Und das Schöne ist, bis auf die Handelsregisterinformation ist alles kostenlos. Das ist alles umsonst, das kostet Geld. Das kostet nicht mal 1,50 Euro, kostet nichts. Ja, null. For free. Um die Verwirrung komplett zu machen, ich habe eben, wenn Sie sich ganz erinnern, so vor langer Zeit habe ich gesprochen, drei Schritte, Anmeldung, Eintragung, Bekanntmachung. Und ich habe gesagt, die Bekanntmachung erfolgt irgendwo im Internet. Und jetzt raten Sie, wie die tolle Internetadresse heißt, jetzt werden Sie ganz gespannt sein, www.handelsregisterbekanntmachungen.de. Und das Schöne an der Bekanntmachungsseite ist, die ist wiederum kostenlos. Ja, das heißt, die ganzen Sachen, die eingetragen sind, können Sie hier auch kostenlos sehen, mit zwei Problemen. Erstens, das Ganze geht nicht zurück bis 1861, sondern es endet im Jahr 2007. Ältere Sachen finden Sie da nicht. Und das zweite Problem ist, es gibt bestimmte Sachen, die werden nur eingetragen, aber nicht bekannt gemacht. Nämlich zum Beispiel, wer Kommanditist ist. Das finden Sie da nicht. Aber alles andere können Sie da kostenlos abrufen. Das kriegen Sie aber auch wiederum auf dieser Unternehmensregisterseite. Das heißt, da kriegen Sie ohnehin alles. Nein, da kriegen Sie es nicht. Nein, dann müssen Sie auf den Link klicken. Dann landen Sie auf der anderen Seite. Die leitet Sie weiter. Die Handelsregister selber Seite, die gibt Ihnen nur die Eintragungen.
Für die Bekanntmachung werden Sie weitergeleitet. So, um Sie jetzt vollends zu verwirren, das müssen Sie alles, wie gesagt, nicht wissen, das ist schön dabei. Kann ich Ihnen erzählen, was Sie wollen? So. Jetzt kommt der wichtige Teil. Es gibt nämlich die Europäische Union. Ja? Und stellen Sie sich vor, es kommt jemand auf Sie zu und sagt, ich bin diese tolle Gesellschaft, ich möchte gerne Ihre IT machen. Und der normale Deutsche würde sagen, kenne ich nicht, mag ich nicht. Und das ist ein Problem für die Europäische Union. Die Europäische Union, Sie wissen, das sind 28 Staaten, die sich alle lieben, außer wenn es um Flüchtlinge geht. Und die sagt, wenn Sie in der Europäischen Union sind, dann sollen Sie alle Ihre Nachbarn aus den anderen Ländern wie Ihre Familie behandeln. Da Sie aber nichts über die wissen, haben Sie Angst, Verträge zu schließen und das diskriminiert die Ausländer. Also ein Pole hat einen Nachteil gegenüber einem Deutschen, weil bei einer GmbH wissen Sie, was Sie haben, bei einer SPZOO wissen Sie es nicht. Und deshalb hat die EU gesagt, wenn jemand persönlich haftet, dann braucht er keinen Schutz. Also wenn Sie jemanden haben und sagen, der haftet, dann können Sie gucken, ob er einen guten Anzug trägt und ein schickes Auto fährt. Und wenn ja, dann wissen Sie, da können Sie zumindest darauf zugreifen. Wenn aber jemand eine GmbH ist und nur mit dem Vermögen der Gesellschaft haftet, dann müssen Sie schon ein bisschen mehr wissen, als dass es diese Gesellschaft gibt. Und deshalb hat die EU 1968, vor ewigen Zeiten, das ist fast so lange wie das Handelsregister in Deutschland, gesagt, wir brauchen EU-weit Handelsregister. Wir brauchen eins in Deutschland, eins in Frankreich, eins in Belgien, eins in Polen. Jeder muss ein Handelsregister haben. Nicht für die kleinen Einzelkaufleute, sondern für die großen Aktiengesellschaften und GmbHs. Und die Idee ist dann, dass diese Register, das war immerhin im Jahr 1968, für jeden zugänglich sind, indem er da hinfährt mit dem Fahrrad nach Warschau und da ins Handelsregister guckt. Oder indem er sich das polnische Amtsblatt abonniert und da das dann sich in der Tageszeitung jeden Tag anguckt. Und um ihm die Recherche zu erleichtern, muss auf jedem Geschäftsbrief draufstehen, wo dieses Unternehmen im Register eingetragen ist, damit man da hinfahren kann und das nachgucken kann. Wie gesagt, wir reden hier von 1968, ja? Da gab es keine Handys, da gab es kein Internet, aber es gab schon Autos, das heißt, man konnte in der Tat von hier nach Warschau fahren. Was hat sich geändert? Das kann ich Ihnen sagen. Heutzutage sind Papierflieger, also ist Papier nur für Papierflieger gut. Das heißt, im Jahr 2003 hat die Europäische Union das Internet entdeckt und hat gesagt, alle EU-Mitgliedstaaten müssen ihre Informationen online verfügbar machen. Das heißt, es gibt für jeden einzelnen Staat irgendwo eine Adresse wie handelsregister.de, damit sie was über die rausfinden können. Sehr toll. Ich sehe die Begeisterung hier, alles quatscht nur noch. Ich mache hier viel Mühe, mache lustige Folien, aber keiner kriegt es mit. So. Jetzt sagen Sie nicht ganz zu Unrecht, was habe ich davon, dass ich mir das polnische Handelsregister angucken kann? Denn im polnischen Handelsregister werden die Sachen im Zweifel nicht in Deutsch stehen, sondern in Polnisch. Und wenn ich kein Polnisch kann, nützt mir das herzlich wenig. Oder in Estnisch, Lettisch, Litauisch oder was auch immer. Die Europäische Union hat gesagt, die Gesellschaft kann freiwillig alles übersetzt einreichen. Sie können also Sachen auf Englisch ins deutsche Handelsregister einreichen oder auf Französisch ins englische Handelsregister. Der Haken ist, wenn Sie das falsch übersetzen, geht das zu Ihren Lasten. Es kann sich jeder auf die Übersetzung berufen, auch wenn das Original was anderes sagt. Das hat praktisch zur Folge gehabt, dass kein Mensch irgendwas in der Fremdsprache einreicht, weil alle Angst haben, Übersetzungsfehler zu machen. Und das heißt, die Regelung läuft praktisch leer. Um Ihnen jetzt nochmal ein praktisches Beispiel zu zeigen, sehen Sie, ich habe hier bei Opodo eine Reise gebucht, extra um Ihnen das zu veranschaulichen.
Ich habe alles investiert hier und keiner würdigt das. Sehen Sie? Und Sie sehen, was ist Opodo für ein Unternehmen? Und die müssen das in jeder E-Mail unten drunter schreiben. Deshalb steht hier Opodo Limited, Waterfront, Hammersmith Embankment, Chancellor's Road, London. Und jetzt kommt es eingetragen im Gesellschaftsregister von England und Wales unter der Registernummer sowieso, Umsatzsteuer-ID sowieso und vertretungsrechtlicher Geschäftsführer ist Ignacio Martos. Das heißt, Sie wissen genau, wen Sie dran nehmen müssen. Das müssen Sie bei jeder E-Mail draufschreiben. Das müssen Sie auch bei jedem Brief schreiben. Also das heißt, rechts muss immer drin stehen, diese Angaben. Wenn die fehlen, kann man die abmahnen, dann können Sie Geld machen als Anwalt. Der Sinn dahinter ist, jetzt können Sie auf die Seite des Companies House in Großbritannien gehen, können diese Nummer eingeben und können dann viele Informationen über die abrufen, zum Beispiel die letzten Jahresabschlüsse, die eingereicht haben, und können herausfinden, ist das Unternehmen insolvenzgefährdet oder nicht. Das bei jeder E-Mail, prüfen Sie es nach, die Sie im Geschäftsverkehr kommen. So, letzter Punkt von dem, was Sie nicht wissen müssen. Danach kommen endlich die Sachen, die Sie wissen müssen. Sie sehen, das hat einen Spannungsbogen, das Ganze. Die Europäische Union hat gesagt, es gibt noch ein weiteres Problem, denn Sie müssen erstmal die Adresse www.handelsregister.de auf Polnisch finden. Ja? Also der Pole, den er im deutschen Handelsregister sucht, der wird ja nicht direkt wissen, wo er suchen muss. Und deshalb gibt es eine neue Richtlinie von 2012, die sagt, alle Register aus der ganzen EU sollen miteinander vernetzt werden. Das heißt, es gibt ein zentrales Portal, wo Sie Opodo eingeben und alle Opodo-Gesellschaften in der ganzen EU in Erfahrung bringen können. So, und jetzt gehen die Leute, jetzt kann man was Wichtiges machen. Sehen Sie, das ist der Trick. Die Registerpublizität, die ist jetzt wirklich wichtig, weil die kommt in Klausuren dran. Eine der wenigen Sachen, die wirklich drankommen. Die Idee ist ganz einfach. Die Idee ist, wenn etwas im Register nicht drinsteht, wird so getan, als gäbe es das nicht. Was im Register nicht drinsteht, gibt es nicht. Außer Sie haben positive Kenntnisse und wissen, dass es so ist, dann können Sie nicht sagen, steht aber nicht drin. Ja? Also alles, was im Register steht, gilt, oder alles, was im Register nicht drinsteht, gilt als nicht vorhanden. Das verlangt das Europarecht. Der Paragraph 15, den wir uns nächste Woche noch stundenlang ansehen werden, weil es die wichtigste Regelung ist, die überhaupt in Klausuren drankommen kann, ich betone das nochmal, es ist die allerwichtigste Regelung, hat drei Absätze, die uns interessieren. Sie hat vier Absätze, aber drei interessieren uns. Absatz 2 schützt den Kaufmann. Denn Absatz 2 sagt, wenn Sie alles richtig eingetragen und bekannt gemacht haben, kann Ihnen niemand sagen, wusste ich nicht. Die Leute werden so behandelt, als hätten sie das Handelsregister gelesen. Absatz 1 sagt, wenn Sie pflichtwidrig was nicht eingetragen haben, haben Sie Pech gehabt und jeder kann sagen, wusste ich nicht, weil es nicht drin stand. Und Absatz 3 sagt, wenn Sie etwas haben eintragen lassen oder auch nicht, aber irgendwie eine falsche Bekanntmachung für Ihr Unternehmen in den Verkehr gelangt ist, wo was Unwahres drinsteht, dann müssen Sie sich darauf festnageln lassen. Das heißt, Sie müssen gucken, ob unwahre Tatsachen über diese Handelsregisterbekanntmachung.de verbreitet werden. Und wenn das der Fall ist, müssen Sie berichtigend eingreifen. Das sagt 15 Absatz 3. Nochmal, nur drei Absätze relevant sind. Absatz 1 sagt, wenn was fehlt. Absatz 2 sagt, wenn die Wahrheit drinsteht. Und Absatz 3 sagt, wenn was Unwahres bekannt gemacht worden ist. Gut, das ist noch einfach. Dann können wir noch diese Sachen machen, bevor wir Feierabend für heute machen. Nämlich, wen schützt das Handelsregister? Das Handelsregister ist ähnlich wie das, was wir eben gesehen haben beim Scheinkaufmann. Es geht darum, Menschen beim Vertragsschluss zu schützen. Wenn Sie sich aber von einem Auto anfahren lassen, dann machen Sie das nicht im Vertrauen darauf, da ist ein Kaufmann drin oder ist eine GmbH drin und eine AG drin. Wenn das Auto Sie überrollt, machen Sie sich darüber überhaupt keine Gedanken. Das heißt, dieser 15 HGB gilt immer nur dann, wenn Sie ein Rechtsgeschäft abschließen oder eine geschäftsähnliche Handlung machen. Man kann es auch so sagen, es gilt im Rechtsverkehr, aber nicht im Unrechtsverkehr. Ja?
Unrechtsverkehr im Sinne von, wenn Sie jemanden verprügelt, fragen Sie nicht, bist du hier Geschäftsführer oder bist du einfach nur Schläger? Es gilt immer nur dann, wenn Sie irgendwelche Verträge abschließen wollen. So, und damit sind wir für heute auch schon wieder am Ende und wir machen nächste Woche mit diesem Thema weiter.